Moin ihr Lieben, es ist ein bisschen interessant, wie ich zu diesem neuen Video jetzt gekommen bin. Über Corona haben wir uns ja alle unsere neuen Hobbys gesucht und ich habe angefangen, so ein bisschen elektronische Musik zu machen. Und habe mir so ein paar alte Punk-Songs gesucht, die ich gerne covern wollte. Und ein Lied, das damals auf dem Keine Angst vor den 80er-Jahren-Samplern von Torben vom Rohrpost-Fanzin drauf war, war Hitlers Geist hat überlebt in Deutschland, was ein ziemlich geiler Song war. Also ich weiß noch damals, wir haben die Kassette damals gehört, als wir irgendwie auf dem Weg waren. Und mir ist der Song schon beim ersten Mal hören von diesem Sampler ziemlich deutlich aufgefallen. Übrigens müsstet ihr den Sampler auch irgendwo im Internet bekommen. Sind ziemlich geile 80er-Jahres-Songs drauf. Und da ich jetzt gerade so Bock bekommen habe, was mit diesem Lied auf elektronische Weise zu machen und mal geguckt habe, was macht diese alte Band noch, habe ich mal ein bisschen gestöbert. Und die gibt es tatsächlich wieder. Also diese alte Band Notdurft von 82 gibt es tatsächlich noch. Oder wieder mal. Und da dachte ich mir, funkst du die Leute mal an und redest mal ein bisschen und führst ein kleines Interview mit denen. Und jetzt ist es soweit. Moin ihr Lieben. Hallo. Ihr habt ja eine sehr, sehr, sehr spannende Bandgeschichte hinter euch, ne? Ihr habt euch so 82 um den Dreh gegründet, euch gab's dann 3 Jahre, dann habt ihr euch 9 Jahre aufgelöst und dann gab es euch wieder für 3 Jahre und dann habt ihr euch wieder über Ewigkeit aufgelöst. Das ist ja eine sehr spannende, aber auch sehr untriebige Geschichte soweit. Also wir haben, das war eine kontinuierliche Sache eigentlich. Wir haben uns 85 aufgelöst. Da gab es halt Bandprobleme innerhalb der Band und dann haben wir aber mit dem Sänger, der ist dann ausgestiegen und wir haben mit dem neuen Sänger weitergemacht, hatten aber auch einen anderen Namen, haben ein bisschen andere Musik, mehr so amerikanisch angehaucht, Adolescence, Mind Over Board weitergemacht. Das war erst Notdurft, die 4 Notdurft-Mitglieder mit einem anderen Sänger. Da gab es dann aber auch Umbesetzungen und 93 haben wir die Band aufgelöst und ging dann 94 mit Notdurft weiter. So. Also wenn man vielleicht mal so ein bisschen an Anfang noch guckt, das war halt so schon 78, 79, wo wir angefangen haben, Musik zu machen. Da war Bernd noch nicht dabei. Da war so die erste Besetzung mit dem Uli, dem ersten Gitarristen, und Lutz am Schlagzeug und Thomas und Rolli, die Sängerin, war da noch nicht dabei. Und das hatte aber erst noch mit Punkrock gar nicht so viel zu tun. Das kam dann erst so 81, wo das mit Punkrock dann losging. Da haben wir dann durch Zufall Kontakt nach Berlin zu Aggressive Rockproduktion bekommen. Und der Karl Walterbach, damals ja irgendwie ein großer Mogul in der Punkrock-Szene, wollte dann ein paar Tracks auf dem 2. Soundtrack zum Untergangssampler von uns haben. Und so sind wir da so ein bisschen reingerutscht. Und dann ein Jahr später hat er uns dann ein Angebot für die LP gemacht, dass wir die bei ihm aufnehmen können. Ich habe das so in Erinnerung, dass die Heads waren ja auf dem 1. Sampler. Das wollte ich noch ergänzen. Und da hatte Walterbach wohl gefragt, habt ihr irgendwie gute Bands bei euch in der Gegend? Und die haben dann Notdurft empfohlen. Hat ich das mal mitbekommen von Bernie, von dem Schlagzeuger. Die Heads, das war Minuteman, oder? Heimat, süße Heimat, Amis und Arschkriecher Einheitsfront war auf dem Soundtrack. Drei Tracks. Nee, ich meine Heads, also eure andere Band, auf dem 1. Teil. Das war Minuteman, oder? Genau. Ja. Das waren 2 Songs, haben die, glaube ich, aufgenommen. Was ja immer sehr spannend war, ihr habt ja diesen roten, so ein bisschen geschwungenen Schriftzug gehabt, der ja auch sehr so wie diese klassischen NDW-Bands aussieht, wo ich immer erstmal, als ich euer Cover gesehen habe, also dieses Strand-Cover-Palmen-Album, immer erstmal nicht so schlau draus geworden bin, weil das Cover, da denkt man ja erstmal, das ist so eine typische NDW-Band, aber ihr habt ja schon harten Punkrock gemacht. Also ich sehe das in Verbindung mit der Rückseite. Das ist ja wie so ein Traum. Vorne der Traum und hinten die schwarz-weiße Bild mit dem Typen, der alleine da liegt. Das ist so eine Verbindung, Vorder-Rückseite. Und die Idee vom Cover, das weiß Jones, glaube ich, besser. Ja,
Also das war damals so ein bisschen aus der Not geboren. Uns lief ein bisschen die Zeit weg mit dem Cover und ein Freund, der Grafikdesigner ist, dem haben wir gesagt, mach irgendwas so ungefähr. Wir waren da ein relativ chaotischer Haufen so keiner wusste so richtig, wie das hinterher aussehen soll. Und dann kam Ullo, dieser betreffende Mensch, der das Cover gemacht hat, kam dann also mit diesem Vorschlag und dieser Mensch, der dann vorne drauf über dieser Frau Liegestütze macht, das ist also soll in ähnlich sein wie unser damaliger Gitarrist Uli, der dann kurze Zeit nach Veröffentlichung gestorben ist, leider. Viele Leute sagen, oder es gibt einige, die sagen, das wäre das schlechteste Punkrock-Cover irgendwie aller Zeiten, so ungefähr. aber ich finde es eigentlich genau, was Bernd sagt, es hat seinen Charme, vor allem in Verbindung mit der Rückseite. Und es hat jetzt inzwischen ja auch über die anderen Veröffentlichungen hinaus so einen gewissen Wiedererkennungswert, gerade mit dem Schriftzug und diesem ganzen mit diesem ganzen Setting sozusagen gekriegt. So, ne? Also insofern hat es auch schon was Markentypisches bekommen. Also man würde es ja nicht bei einer Punkband vermuten mit diesem Cover, aber es ist einfach ein auffälliges, starkes Cover, das muss man sagen. Auch wenn natürlich alle anderen Bands zu der Zeit natürlich irgendwie viel härter waren. Ich hatte das ja immer als Koitus zwischen den beiden interpretiert und nicht als Liegestütze, oder als irgend sowas dazwischen, aber... Also es gab sogar mal es gab einen ersten Entwurf mit dem kackenden Hund. Weißt du noch, Jones? Ja. Das hat aber doch nicht gemacht. Ja. Ich finde das eigentlich das Cover im Nachhinein. Man muss vielleicht noch erzählen, wir wollten eigentlich auf diese Notdurft, der Name ist ja eigentlich entstanden aus so einer Art Wortspiel, dass irgendjemand mal einen Notruf 110 auf irgendein Auto sprühen wollte und dabei aus Versehen Notdurft 110 daraus gemacht hat. Deswegen haben wir uns in der ersten Zeit eigentlich auch Notdurft 110 genannt und ich fand das eigentlich schade, dass irgendwann diese 110 weggekürzt wurden, weil ich das irgendwie so diese Fäkal-Konnotation irgendwie von Notdurft, das verbraucht sich halt relativ schnell, aber mit diesem 110 da dran fand ich immer eigentlich ganz nett. Aber die anderen fanden das irgendwann nicht mehr gut. Und dann haben wir das 110 gestrichen. Dann in den 90ern wart ihr tatsächlich beim lieben Andi bei Impact Records und habt dort dann 96 eure zweite Platte gemacht. Also das ging so los, dass wir mit Mind Over Board ein Abschiedskonzert gemacht haben. Und kurz ein, zwei Jahre vorher tauchte Thomas, der Sänger, tauchte irgendwie von seiner Drogen-Odyssee, wo keiner genau wusste, wo der eigentlich sich rumtrieb. Also der war wirklich jahrelang auf der Straße, war schwerst abhängig. Der tauchte irgendwann wieder auf und war in einer ziemlich stabilen Beziehung und war im Methadon-Programm und meinte, er wäre wieder fit und er wollte wieder Musik machen. Und dann haben wir an diesem Abend, wo dieses Mind Over Board Abschiedskonzert war, haben wir ein paar Notdurft-Songs in der alten Besetzung wieder gemacht. Und das schlug natürlich total ein. Höni kam auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir was mit ihm machen wollen. Und letztendlich haben wir dann bei Impact gemacht. Und ja, ich hätte es im Nachhinein lieber mit Höni gemacht, glaube ich. Man kann den Leuten ja von vornherein nicht unbedingt in den Kopf gucken und letztendlich war das auch alles okay. Also es war nicht toll mit Impact, aber es war auch jetzt keine Vollkatastrophe. Impact waren ja damals schon ein großes Label mit Vollglanzkatalog. Das stimmt ja auch so zu dieser Zeit. Deswegen haben wir das auch eher gemacht, weil wir dachten, das ist ein größeres Label. Da haben wir uns irgendwie ein bisschen mehr Erfolg versprochen vielleicht, aber das war eigentlich nur eine Bauchentscheidung. Ich glaube, Andi hat sich auch ein bisschen mehr von uns und von den Verkäufen versprochen. Er hat dann ja auch die erste nochmal neu als CD veröffentlicht. Da hat er ein bisschen Geld reingesteckt und hat halt auch in die zweite ein bisschen Geld reingesteckt und ich glaube, das hat sich für ihn letztendlich nicht richtig gerechnet. Also die sind dann irgendwann verramscht worden, weil er die Auflagen auch wirklich nicht weggekriegt hat. Also das lag ein bisschen daran, dass wir wenig getourt sind und die Band sich danach, nach dieser Veröffentlichung, eigentlich auch relativ schnell
schon wieder so ein bisschen in die Einzelteile auflöste. Dann hattet ihr wieder Schwierigkeiten mit dem Sänger. Ich glaube, dann ging es ihm noch schlechter, wenn ich das richtig gehört habe. Ja. 96 ist die Platte erschienen und 97 im August, glaube ich, ist er gestorben. Also da haben wir kurz vorher noch ein Konzert gemacht. Ich schon gar nicht mehr dabei. Ich hatte auch ein paar Probleme mit Drogen und in der Band war mir dann zu viel. Ich musste erstmal für mich wieder sein und dann wollten die anderen halt gerne mit Andreas weitermachen an der Gitarre und da war schon so eine Umbesetzung vorher und das mit dem Tod, das kam, ja, er war angeschlagen, aber da hatten wir ja auch nicht mit gerechnet und ich auch nicht so. Ne? Es ging ihm vorher schon immer total beschissen, also es war wirklich bei Konzerten so, dass er plötzlich mitten im Konzert verschwand und dann wusste keiner, wo er ist und dann musste er zur Toilette den Kopf unter kaltes Wasser halten und durchatmen, weil er das körperlich eigentlich nicht durchstand. Aber man muss sagen, dass seine Stimme immer noch voll da war und die Bühnenpräsenz auch ungebrochen. Also Thomas war ja echt ein Magnet auf der Bühne. Das war also unglaublich, trotz seiner ganzen Karriere, wo andere auch in dem Kopf schon völlig weg sind, war er immer noch voll da. Das fand ich echt immer total beeindruckend bei ihm, dass er, wenn das losging, dann war er da. Er hat zwar nicht durchgehalten, aber die Stimme kam immer und er hat sich richtig durchgesetzt auf der Bühne, war oft witzig und hatte Esprit, also konnte erzählen. Bitte? Hatte immer einen guten Spruch auf der Bühne. Ja. Das war auch lustig teilweise dann. Sein Humor, das kam richtig auf der Bühne, kam das gut rüber. Er hat ja auch eure Texte gemacht, also das scheint ja wirklich doch ein starker Geist gewesen zu sein, wenn man so sieht, auf der einen Seite. Da hat es wohl richtig in ihm gebrodelt. Das ist dann natürlich schade, aber da ist dann natürlich, hört man ja häufig so von den Vollblutmusikern, dass man halt irgendwie so eine Karriere nimmt. Der war total kompromisslos eigentlich so. Ne? Also leider, er hat irgendwann mal gesagt, dass Notdurft eigentlich das einzig Vernünftige ist, was er jemals auf die Kette gekriegt hat. Er und Rolli, die Sängerin von der ersten Platte, die waren ja ein Paar. Die haben dann auch eine Tochter gekriegt und das lief auch alles ganz schlecht und da ist auch viel Mist gelaufen. So, ne? Da hat er euch die Scheiße gebaut und das weiß er auch. Ist natürlich einerseits eine etwas bittere Lebensbilanz, aber wie gesagt, die Texte, die er gemacht hat, die sind bei unheimlich vielen Leuten sind die hängen geblieben. So, ne? Also die erreichten viele Leute. Ich glaube in den 80ern tatsächlich noch mehr als jetzt, dass man also auch von vielen Bands, die ich so aus der Zeit kennt, halt auch immer wieder diese Geschichten hört, dass die Leuten halt dann auch irgendwie gerade mit härteren Drogen oder sowas kaputt gegangen sind. Das war ja sich, ich kann mich da jetzt vor ein paar Wochen an das K&Z-Interview zum Beispiel erinnern oder auch bei anderen Bands. Das ist natürlich sehr schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehört es, glaube ich, in den 80er Jahren irgendwie noch mehr zum Punk-Style, als es das heute tut. Das ist so. Ohne Alkohol konnte ich mir in den 80ern und teilweise in den 90ern nicht vorstellen, auf die Bühne zu gehen. Das gehörte für mich so dazu. Ne? Und da musste ich erst älter, vernünftiger werden, um das zu kapieren, dass es auch ohne geht. So. Und ist ja bei vielen so gewesen. Ja. Es gibt ja den netten Spruch, wer sich an die 80er erinnert, hat sie nicht erlebt. Und so ähnlich ist das bei uns auch abgelaufen. Ne? Es gibt natürlich viel heutzutage, wenn man so in den Internetforen guckt, ganz viel diese Diskussionen zwischen gerade dann jüngeren Punks oder auch älteren Punks, die dann immer sagen, früher war alles besser, um es so runterzukürzen. Und die dann natürlich auch so Exzesse eher so ein bisschen, meiner Meinung nach, verherrlichen. Ja, war nicht alles besser, würde ich sagen. Jede Jugendkultur hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit und gute Bands gibt es ja jetzt, gibt es ja immer noch und Punk ist ja nicht, die Musik ist auf alle Fälle noch da und es gibt immer noch tolle Bands. Dann, als diese ganze Zeit durch war, habt ihr tatsächlich 2012 euch nochmal wieder gegründet und seid wieder mit einer neuen Platte durchgestartet. Ja, eine neue Platte. Wir haben im Prinzip veröffentlicht eigentlich jetzt nur diesen Tribute-Sampler, wo wir einen neuen Song drauf haben. Ansonsten ist das von uns eigentlich nichts Neues. Also es gab so verschiedene Leute, die an uns herangetreten sind, ob wir nicht mal wieder was machen wollen.
Und Lars, der jetzige Sänger, mit dem habe ich auch früher schon bei den Kommandantes zusammengespielt und wusste, dass der eigentlich ein guter Kandidat wäre, um das mal vielleicht spaßeshalber mal auszuprobieren. Und dann haben wir halt Vanessa auch noch ins Boot geholt, die jetzt singt als Frauenstimme. Das war auch erstmal nur für so ein Konzert geplant. So, ne? Also das war jetzt keine richtige Reunion, die geplant ist. Und es ist jetzt im Augenblick auch wirklich so, dass wir eigentlich jetzt auch keinen regelmäßigen Bandbetrieb oder Probebetrieb. Wir spielen ab und zu Konzerte. Das ist eigentlich alles, was wir im Augenblick mit Notdurft machen. So, ne? Also da ist jetzt auch nicht viel mehr geplant. Dieser eine neue Song, das war ein alter Text, den hatte ich von Thomas noch. Und dann war ja die Idee von Marcel, diese Tribute-Platte zu machen. Und dann hatten wir die Idee, lass uns doch den Weg, den Song, dazu muss neue Musik machen, und das haben wir in Angriff genommen. Da bin ich richtig stolz drauf, dass wir das so auf die Beine noch gestellt haben. So, wenigstens einen neuen Song, weil wir spielen halt nur Just for Fun, wenn alle Zeit haben. Das ist halt, wir wohnen verschieden, jeder, teilweise haben alle andere Bands noch. Das ist jetzt so nur eine Fun-Sache sozusagen. Wir sind keine Band, die jetzt so eine Karriere plant, wir müssen auf Tour und Das ist gar keine Zeit, siehst du doch auch so, Jones. Ne? Klar, es ist einfach so, Olli, der Schlagzeuger, der lebt da in Berlin, genau wie Lars, der Sänger. Olli spielt da in zwei Bands, nämlich Schief und Hans am Felsen, und ist da also ziemlich aktiv. Das wäre jetzt als richtige Band mit regelmäßigen Proben und neuen Songs und so weiter, wäre das eigentlich viel zu schwierig. Was halt gut ist, ist, dass wir alle, bis auf Albert, den Gitarristen, alle regelmäßig in anderen Formationen noch Musik machen. Wenn wir uns treffen, dann brauchen wir ein, zwei Proben, und dann können wir schon eigentlich in der Regel ganz gut uns damit auf die Bühne stellen und ein überzeugendes Set spielen. Und so, ne? Und da können wir noch ganz gut abräumen. Also das macht immer noch richtig Spaß. Insofern haben wir da auch alle Bock drauf, das ein oder andere Mal noch zu wiederholen. Also ihr seid sozusagen, irgendwie existiert ihr noch, aber halt nicht mehr regelmäßig. Genau. Also Hans am Felsen war ja auch in den 90er Jahren eine sehr, sehr bekannte Band, über die es ja auch so ein bisschen still geworden ist. Was habt ihr denn sonst noch so für Bandprojekte, was ihr so ankündigen wollen für die Leute, die neugierig sind, was ihr jetzt noch alles so macht? Zeit mit meinem Bruder wollen wir eine neue Band starten, da suchen wir aber noch Leute. Vorher habe ich bei der Uschi Obermeier Experience gespielt, das war mehr so Iggy Stooges und Stones, haben wir auch zwei, drei Platten gemacht. Davor bei Nymphomaniacs, zwischendurch die Mind Overboard Band, da war Jones ja auch dabei. Das war so die Sachen, die ich so gemacht habe. Ich habe eine Band, die Human Hair People heißt, und tritt auch relativ wenig in Erscheinung, aber wir sind gerade dabei, ein Album aufzunehmen. Und man findet uns auch durchaus im Netz, also auf YouTube kann man da Konzertmitschnitt zum Beispiel finden und ein paar kleinere Sachen. Und dann habe ich ja eben schon erwähnt, dass ich früher bei den Kommandantes gespielt habe, eine Bielefelder Band, die bei Matt Butcher auf dem Label so linken Punkrock sozusagen veröffentlicht hat. Und die Nachfolgeband davon namens Caminos existiert im Augenblick leider nur auf dem Papier, weil bei uns vor einem Jahr der Schlagzeuger an Krebs gestorben ist. Und wir im Augenblick nach einem Schlagzeuger suchen, und da soll es aber durchaus auch weitergehen. Und im Augenblick haben wir alle, außer dass wir ein bisschen an diesem Album gearbeitet haben, auch ein halbes Jahr Pause hinter uns, weil Probebetrieb haben wir also jetzt auch nicht aufrechterhalten jetzt in der Pandemiezeit. Also das heißt, ihr sucht im Bielefelder Umraum jetzt nach einem guten Schlagzeuger, oder in welcher Ecke? Ihr ja, seid noch alle da. Genau. Okay, ganz also genau. Das heißt, alle in der Ecke Bielefeld oder dann vielleicht noch bis Osnabrück, Münster oder so, falls das nicht zu weit weg ist, können sich melden bei euch. Man kann da über unsere Seite mit uns in Kontakt treten, und da würden wir uns natürlich freuen. Also wir wollen die Suche jetzt wieder intensivieren, das lag jetzt alles ein bisschen brach, aber es soll weitergehen.
Dann drücke ich euch da noch ganz herzlich die Daumen bei diesem Weiterkommen. Wollt ihr noch was fürs Interview Abschließendes sagen? Die, was ich nächstes Jahr in Peine, das sieht ja vielleicht noch aus, dieses Festival. Das haben wir ja geplant alles, ist ja zweimal verschoben worden. Wir sollten ja eigentlich letztes Jahr in Peine spielen. Da hatten wir uns schon ziemlich drauf gefreut, weil ich es auch ein geiles Line-Up fand. Aber dann sollte es dieses Jahr wiederholt werden, aber das ist ja wieder gecancelt. Aber ich hoffe, wir sind nächstes Jahr dabei. Meint ihr Peine Höni oder Peine Refuse? Peine Höni. Ah, okay. Sommerfestival, was er immer einmal im Jahr macht. Ja, Refused kennt gar nicht. Ja, das ist immer so jetzt, gerade gestern kam die Nachricht, dass es abgesagt wurde. Deswegen bin ich ganz traurig, weil das Refuse Festival ja auch dann in Peine stattfindet. Ich muss mal gucken, wie es bei mir ist. Peine ist immer zeitgleich mit dem Rock am Berg. Und beim Rock am Berg treffen sich immer bei mir ganz viele Freunde. Deswegen kollidiert das bei mir immer so ein bisschen. Aber das ist Merkas. Das ist so im Thüringischen unten, noch ein bisschen weiter unten. Okay. Sehr schönes Festival. Aber ich denke, so von dem her hoffe ich mal, ich meine, Knust, Hamburg oder so, hier gibt es ja auch genug Leute, die euch da sicherlich buchen würden. Deswegen drücke ich mal einfach die Daumen. So, es gibt ja auch einige Bands wie Razors oder Blanker Huhn oder so, die ja auch immer wieder sich gerne erinnern. Ja. Danke, dass das so geklappt hat. War ein nettes Gespräch. Jo. Und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich. Ja, alles klar. Also ihr habt es gehört. Notdurft machen hin und wieder noch ein paar Konzerte, deswegen ist es natürlich jetzt kein Do You Remember Video, sondern ein einfaches Interview, aber sind trotzdem eine schon alte spannende Band, und wenn ihr mal so die alten Sampler-Beiträge hört, da sind echt gute Songs bei, auch zum Beispiel auf dem Deutsch-Punk-Kampflieder-Sampler, der eigentlich auch ein ziemlich guter Sampler war zum Beispiel. Und ja, wie ich gerade schon sagte, Hans am Felsen, auch eine unglaublich geile Band. So, in 2 Wochen kommt ein richtig gutes Video von mir, da freue ich mich richtig drauf. An dem habe ich jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr lang gearbeitet. Das hier ist erstmal wieder vielleicht für diesen Sommer eins der letzten kleinen Interviews. Nächste Woche kommt da noch, in 2 Wochen kommt da noch einmal der richtige Hammer. Das will ich euch schon mal sagen. Es geht um meine alte Heimatstätte im Niedersächsischen. Ja, und danach hoffe ich, den halben Sommer durch ein paar gute Live-Videos zu machen, und dann machen wir endlich wieder Schreibfehler-Videos, so wie sie sich gehören, nämlich wirklich schöne Live-Mitschnitte, Live-Auftritte. Das Gängeviertel hat viele coole Konzerte geplant, das Knust hat jetzt schon ein paar coole Livestreams gemacht, und viele, viele Leute versuchen jetzt, kleine Konzerte zu organisieren, damit es endlich wieder losgeht, so richtig mit Live-Musik, und wer weiß, wenn es die Lage hergibt, vielleicht ja auch irgendwann wieder Live-Pogo. Das wäre ja so geil. Bis dahin haltet die Ohren steif. Ich wünsche euch was und bis bald. Hitlers Geist hat überlebt in Deutschland.